Logbucheintrag Nummer 12, Captain Kirk Beard an Bord des Aufklärungsschiffs Enterforge. Tag Nummer 6. Ja, es sieht düster aus für uns hier. Die Mechaniker der Crew sind weiterhin damit beschäftigt, den Reaktor zu reparieren, nachdem dieser von mehreren Bränden beschädigt wurde. Unser Hauptproblem ist es, an die Ersatzteile zu kommen, denn ein Teil der Ersatzteilkammer ist während des Aufpralls vom Bord gebrochen und in dieses Höhlensystem gefallen. Wir können nur hoffen, dass das Außenteam sich bald wieder formiert und diese Wrackteile bergen kann. Zurzeit müssen wir jedoch darauf warten, da der Forster des Außenteams in einer schwierigen Situation steckt, gefangen zwischen diesen insektenartigen Aliens und diesen Piraten. Ja, wünschen wir ihm Glück. So, toll, da bin ich auch schon wieder. Okay, das macht sie wirklich aggro auf mich. Ich weiß halt wirklich nicht. Oh. Von da hinten sehe ich doch was Schönes, oder? Lass mich noch mal hierhin zurückgehen. Habe ich mich wahrscheinlich jetzt nur vertan, oder? Naja, theoretisch könnte ich da drüber schießen. Ich würde aber von hier aus leider nichts treffen, hä? Da ich gegen die Wand schießen würde. Also ich habe die Wahl, mich zwischen mit den Weltraumpiraten da oben anzulegen. Oder mit den Spuckern. Die Weltraumpiraten schauen halt alle nur in die Richtung. Die Spucker. Da sind halt richtig nervig. Und wir haben sogar die Weltraumpiraten angepisst. Nicht so gut. Ziehen wir uns mal zurück. Oh, da fällt mir was ein. Die reagieren ja wirklich empfindlich auf Geräusche, die Viecher. Wenn ich also nur einen von ihnen hier hochlocken könnte. Ah!
Das scheint geklappt zu haben. Ich ziehe mich jetzt zurück. Warte, dass die Spucker töten. Okay, die sind noch in Alarmbereitschaft. Waren in Alarmbereitschaft. Und ich bin runtergeflogen. Okay. Es funktioniert aber so oder so ähnlich, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht muss ich hier einfach in Deckung bleiben. Nein. Ich muss noch weiter in Deckung gehen, vielleicht. Das haben sie mich wieder gesehen. Sie müssen das blöde Alien sehen. Okay, so sehen die Aliens aber auch mich. Das ist auch nicht schön. Okay, ich glaube, ich ziehe mich ganz weit zurück. Und warte einfach, dass sie sich da töten. Ich kapiere nie, wie die wissen, wo ich bin. Ich meine, ich ziehe mich ja den ganzen Weg zurück. Okay, einen haben sie getötet von den Piraten. Schauen Sie sich hier um. Und finden mich. Okay, sie haben mich diesmal nicht gesehen am Anfang. Aber jetzt, wo sie das Umland erkundet haben, haben sie mich gesehen. Hm.
So, dann gehe ich einfach mal hier in Deckung. Die sehen mich einfach hier hinten, oder wie? Ah. Ich habe eine neue Idee. Ich helfe mal den komischen Viechern ein bisschen mit. Nämlich, wenn sie auf einem Haufen stehen, die vier, schieße ich mal eine Granate rein. Das betäubt die hoffentlich ein bisschen. So, dass die Viecher einen Vorteil hätten. Ach komm schon. Jetzt, Settle. Ich krieg die Steuerung. Du runter. So. Ha. Das war perfekt. Das war die richtige Idee. Aber echt, ey. Toll, ich habe eine Rune. Ich habe aber keinerlei Ressourcen. Um meinen Suit zu reparieren. Tja, dort ist eine Riesenansammlung von wieder von Viechern und Eiern. Sagen wir mal, so viel von den Eiern könnte ich wegmachen. Oh. Da hinten ist noch mehr unschönes Zeug. Das ist nicht so schön. Nee, laden wir noch mal kurz. Ich hoffe mal, ich habe einen Quicksave gemacht, nachdem ich hier jetzt erfolgreich durch bin. Ja, habe ich. Gut. Ich krieg manchmal wirklich den Befehl nicht weg. So, mit der rechten Maustaste. Das ist noch ein bisschen buggy. Jawohl. Das könnte sich ausgehen. Vor allem, wenn ich irgendwo runterfalle.
Es ist irgendwie ausgegangen, nur habe ich jetzt überhaupt keine Rüstung mehr. Ich bräuchte 100 Energie, um meine Rüstung zu verbessern. Kapitel 1. Teamwork. Navigation, Sternrouten. Diese Wissenschaftler verbringen all ihre Zeit damit, ihre Zeit unten in den Minen, um nach seltenen Signalen oder einzigartigen Signalen Ausschau zu halten. Sie können die Art des den Typ des Sterns und seine Entfernung auf Basis seiner Vibrationen feststellen oder identifizieren. Aber was wissen Sie übers Leben? Alles, was wir brauchen, kann direkt hier gefunden werden, unter unseren Sternen. So gesehen, ich kann meine Augen schließen und dir genau sagen, welche Taverne auf dem Marktplatz den besten Met serviert. Können diese Forscher mir sagen, welcher Pub hier den frischesten Alkohol hat? Ich wette, sie können nicht, aber ich kann es. Linat, der schwarze Marktplatz. Okay. Warum geht's nicht so einfach? Ja, Zwergenbrüderlichkeit. Now I know how we can get our ship back. We must destroy the source of the anomaly. Mm-hmm. Let's go! Also ja, wir haben unseren Smash-Fist, wir haben unseren Forcer, wir haben keine Schilde, wir haben absolut nichts. Keine schöne Ausgangsbasis. Da vorne wäre so ein, wäre ein Smash-Fist-Kristall. Also so wie es aussieht, scheinen sich die Spucker und diese Viecher zu vertragen. Ja, jetzt heißt es Teamwork. 1, 2, ah ja, so kann ich zwischen den beiden hin und her schalten mit 1 und 2. Da hinten war ein gelber Kristall. Naja, das Vieh umnatzen mit meinem Forcer kann ich. Und dann mit meinem Smash Fist wahrscheinlich reinstürmen und ihm den Rest geben. Das wäre eine Möglichkeit. Ich weiß aber nicht, ob es die hier anlocken würde. Aber erst einmal, da es wieder Zeit ist. Abschluss Logbucheintrag Nummer 11, Captain Kirkbeard. Endlich mal gute Nachrichten vom Außenteam. Nummer 1 und Nummer 2 konnten sich am Treffpunkt sammeln und sind nun auf dem Weg, die Anomalie, die uns hier festhält, zu zerstören. Wir haben sie noch einmal angefunkt, unterwegs nach Ersatzteilen Ausschau zu halten. Hauptpriorität hat es aber, die Anomalie zu zerstören. Selbst wenn wir nämlich das Schiff wieder in Gang kriegen, kommen wir sonst hier nicht weg. Hoffen wir alle das Beste. Kirkbeard, Ende.